Let's play RimWorld. Letzte Folge haben wir überlegt, ob wir diese Frau aufnehmen. Im Chat wurde das, na, geht so, feste hin und her diskutiert. Ich habe eine Münze geworfen in Form eines Kronkorkens. Ich weiß gar nicht, ob das statistisch valide ist. Der hat aber entschieden, wir bieten ihr Sicherheit. Das wird schwierig. Das wird richtig schwierig. Könnte auch total in die Hose gehen. Wir probieren es. Ich hab die Münze geworfen. Anders geht's nicht. Oh, da kommt sie doch. Hallo, Della Cruz. Was kann denn die? Wir gucken erstmal, was wir uns da eingeheimst haben. Della Cruz ist, sie war als Kind ein Mute. Das heißt, sie hat mit niemandem gesprochen. Das heißt, sie ist super mit Tieren und kann nicht die Gefängnisaufsicht machen. Danach war sie ein Psychopatient. Oh, okay. Sie kann nicht so gut mit Menschen. Also sie war tatsächlich einfach immer hinter Gittern. Sie ist lesbisch. Und sie kann gar nichts. Sie ist einfach eine Katastrophe. Und wahrscheinlich kommen jetzt 70 Leute hinter ihr her. Das ist ja der Kracher. Die ist wirklich einfach total unnütz. Also die kann, ja. Und in meiner Kolonie leben Frauenhasser und sie ist lesbisch. Also, wow. Wow. Na gut. Und wir haben auch gar nicht mehr so viel Essen. Müssen wir mal gucken, wen die so hinter sich her schleppt. Sehr aufregend. Ach ja. Alle werden sterben, nur weil ich hier den Kronkorkenwurf hab entscheiden lassen. Und wo kommen jetzt die bösen Piraten? Wird das nochmal extra angezeigt? Mhm. Ich bin so gespannt, wenn es mehr als zwei sind, sind wir am Sack. Ach, ein Typ! Ein Typ! Easy for cheesy, ey. Okay, uns geht die Nahrung aus, weil wir so viele Leute haben. Ja, da muss Franz bald jagen. Wir müssen so einen Kochtisch bauen und so. Okay. Aber vielleicht sind doch bald die Kartoffeln reif. Wie sieht's denn damit aus? Der Krims muss auf der Erde schlafen. Ja, uns fehlt es momentan noch an Zimmern. Ja, das. Ja, gucken wir dann mal. Sie arbeitet aber schon, oder was? Sie sind 63% gewachsen, das ist doch noch ein bisschen. Ich kann ihn gefangen nehmen? Moment, ich wusste nicht, wie kann man denn Leute. Kann man die aktiv gefangen nehmen? Muss das nicht jemand können? Oder muss man dazu einfach nur im Kampfmodus sein? Ich kann ihn beschießen und im Nahkampf angreifen. Er hat eine üble Pistole dabei. Hm. Also ich kann mal gucken, ob Guts das kann. Nee, der kann nur im Nahkampf angreifen. Aber der soll trotzdem auch mal in den Kampfmodus. Obwohl, nee, das ist... Gehen wir aus dem Kampfmodus raus. Kann der den gefangen nehmen? Wahrscheinlich auch nicht. Nee, der ist auch nackt. Hm. Della Cruz ist verrückt. Vielleicht kann die das. Nein, die kann das auch nicht. Ja, wenn er nicht tot ist, kannst du ihn fangen. Genau. Aber ich habe ja in meinem anderen Let's Play hatte ich jemanden, der konnte direkt fangen. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil der Sheriff war oder so. So, er ist jetzt hier im Kampfmodus. Wo? Stellen wir mal hier hin. Denn wenn der Johnny dann kommt, kann der hoffentlich das als Deckung nehmen. Obwohl, von wo? Von wo kommt er? Rechts oder links rum? Okay, perfekt. Jetzt habe ich ein bisschen Deckung und er halt nicht. Oh, Kopfschuss! Upala! Guckt euch das mal an. Oh, Franz hat mal einen rausgeholt. Erste Salve raus und hat ihm einfach mal direkt das linke Auge frisch herausgeschossen. Er hat übrigens auch starke Arterienverstopfung, der Typ. Er ist übrigens gar nicht so schlecht, aber ja, gut. Das ist nicht so gut. Der blutet jetzt mit 100%. Vielleicht können wir, ich glaube, wenn wir uns jetzt einfach verschanzen, müsste der automatisch ohnmächtig werden, oder?
Gucken wir mal, was hier passiert. Der soll ja eigentlich nicht den Franz treffen. Das wäre mir sehr unangenehm. Warum? So, was hat er denn jetzt noch? Jetzt hat er noch einen zweiten Schuss vom Energiegewehr bekommen. Ich kann ihn immer nur weiter beschießen. Oh, Sommer? Der Sommer hat begonnen. Okay. Alter, was steckt der denn weg? Was ist das für eine Maschine? Der hat zwei Treffer im Oberkörper. Sein linkes Auge ist rausgeschossen und in den rechten Fuß habe ich ihn auch noch geschossen. So, jetzt haben wir ihn. Der Kollege ist tot. Schade, Pupade. Kampfmodus beenden. Der wird ausgezogen. Dann können wir nämlich unseren Nackten verpflegen. Hier, wie heißt es? Verpflegen mit Kleidung? Anziehen. Naja, dafür haben wir jetzt die sinnlose De La Cruz. Ja, die putzt so, also die macht jetzt, die räumt auf. Ja, hat sich doch gelohnt. Also, naja. Was machst du klar? Ach, er baut jetzt den Stahl ab, okay, weil er meiner ist. Warum ist der denn jetzt nachtaktiv, der Typ? Ob du nicht den Schlaf von den Leuten störst? Geil, die Arme, der arme Lions, Lions. Ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn nennen soll. Die arme De La Cruz hat ja gar kein Zimmer. Müssen wir ihr dann mal bei Gelegenheit noch bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, perfekt. Und, achso, das ist ja dann hier symmetristisch. So, ich glaube, dann können wir auch... Der Tisch soll ja auf Dauer... Wo soll denn der Gemeinschaftsraum hin? Das hier wird ja eigentlich der Arbeitsraum. Aber machen wir erstmal den Tisch hier hin. Oh, das wird einfach umgebaut. Und sobald hier ein Dach drauf ist, wird das halt auch das Lager. So, das bauen wir dann auch mal dahin. So, machen wir hier ein bisschen zügiger. Franz schläft. So ist er. Fuck. Eine Sonneneruption. Das heißt, unsere elektrischen Geräte sind unbrauchbar. Das ist gar nicht so schlimm, weil wir haben gar keine. 7 Überlebensrationen, 9. Ach, easy. Was schreien die denn hier rum, dass wir so wenig Essen haben? Was macht Lyons da? Der ist jetzt einmal im Kreis gelaufen? Mutti kann putzen. Ja, das kriegt die hin. Ah ja, oh ja, stimmt. Wir brauchen ein Grab. So, Guts will jetzt eigentlich pennen. Der macht, geht etwas spazieren. Du sollst dir hier mal die Klamotten anziehen. So, hast du ein T-Shirt hier, kannst du dir direkt von dem Toten nehmen. Das ist doch mega praktisch. Was ist jetzt passiert? Zerrissene Kleidung. Ja, da musst du jetzt durch, Kollege. Ah, der ist kein Handwerker, okay. Wer von euch ist der beste Schießerino? Fernkampf 4, Nahkampf 5. So, Guts muss jetzt einmal kurz aufstehen, um sich die Pistole zu holen. Das ist mir wichtig, dass sie da nicht vergammelt im Regen. Brauchen wir noch ein Feld, sonst geht ja das Essen aus. Ja, wir können ja jagen. Ja, obwohl, wenn ihr das sagt, du hast ja bestimmt Dunst. Machen wir noch ein schönes 7x7 Feld. Ah, ne, Moment, stopp, hier oben. Hier oben soll ja auf Dauer... Stopp! Habe ich die Zone jetzt verteilt? Ich nicht, ne? Oder? Ne. Hier kommen auch noch lecker Kartoffeln hin. Wir müssen den Sommer über noch klar gehen hier. Und dann können wir auch noch Befehle
Hier können wir noch Holz hacken, dass das da mal wegkommt. Ist hier nicht so hart sich Feuer ausbreiten kann. Ich weiß gar nicht, ob das so krass ist, aber weiß ja nie. Das ist übrigens, ich glaube, ich habe noch eine Mod installiert. Hier oben wird die Freude angezeigt. So, Franz baut hier unten ordentlich. Oh, Guts ist älter als seine Mutter. Guts ist 37, das stimmt. Und Dela Cruz soll seine Mutter sein, die ist 30. Ja, das ist aber, man weiß nicht, warte mal. Es gibt doch hier dieses, Moment. Es gibt das, dahinter ist das eigentliche, da ist das chronologische Alter. Die ist eigentlich schon 123 und Guts ist erst 90. Wegen dieser Zeitreiserei und dem, also nicht Zeitreise, wegen dem Kryoschlaf und so. Es kann sein, dass es daran liegt. Ich würde es dem Spiel auf jeden Fall zutrauen. So, das wird unser Kühlraum, sobald wir mal irgendwann Strom haben. Das wird ja unser richtig fettes Lager. Das ist cool. Das wird der Schlafraum für die Ute. Wir sollten vielleicht bitte mal hier drin das Holz hacken und die Pflanzen in den Häusern entfernen. Also im Haus. Das wär mir sehr lieb. Und Gatz trägt den Stuhl rüber. Das ist auch gut. Hier oben wird hart Holz ge... Dela Cruz, die ist... Ach, die kann schon was, ey. Stimmt. Vielleicht ist Guts adoptiert. Mutti ist ja lesbisch, stimmt. Was ist das schon wieder für eine geile Kolonie, ey? Das ist doch der Kracher. Ich finde das so witzig. So, wir machen hier mal noch einen zweiten Ausgang. Dass die nicht immer so mega weit ins Lager laufen müssen. Jetzt wäre es super, wenn du hier... Priorisiere hier mal bitte das Dach. Oh, nein. Ja, er will nicht. Okay, er will nicht. Könnte jemand hier das Dach komplett fertig machen? Egal, wir machen jetzt hier Zone, Lagerzone. So, und die wird... da darf alles rein, außer verrottenen Sachen. Bitte auch keine Leichen. So. Dann brauchen wir auch noch eine Müllzone auf Dauer. Die machen wir hier unten hin. Das sieht schön aus. Und hier soll ja auf Dauer... Das ist schon wieder so klein, ne? Hier soll auf Dauer alles löschen, außer Nahrung und Leichen. Aber Verrottendes bitte auch nicht. Wo ist Verrottendes? Ist das schon ausgestellt? Bestimmt, ne? Ach, da ganz oben? Ne. Ja, sollte gehen. Stell dir mal vor, du triffst nach dem Absturz auf einem Fremdplaneten deine lesbische Mutter, die älter ist als du. Ja, das ist du. Das ist. Was ist das für ein Leben, das ist auf jeden Fall das Thug Life. Das ist jetzt der Aufenthaltsraum. Eigentlich brauchen wir noch eine separate Werkstatt, ne? Eigentlich auch mal relativ zügig. Was passiert? Nahrung benötigt, okay. Achso, Sonnensturm ist vorbei, cool. Wir brauchen dringend ein Bett für die junge Frau. Puh, dreht man übrigens Sachen. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann kommt auch in den Raum eine Fackel, hier rein eine Fackel. Hier rein eine Fackel und hier kommt noch ein Blumentopf hinein. Auf das es schöner werde. Und hier darf auch noch ein Blumentopf hinein. Ja, erstmal machen wir das in denselben, in dasselbe Ding. Ein Schlachttisch aus Holz. Der kann ja schön hier hin. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Herd aus Feuer. Ein Herd aus Feuer. Ein Feuerherd.
Und dahin, damit wir endlich mal kochen können. So, und dann brauchen wir im Grunde auch noch einen Labortisch, weil wir ja so einen Labor-Johnny haben. Aber wie kriege ich den denn hier noch reingekloppt? So. Das passt bestimmt. Ja, ich tippe auch, dass die durch Würmlöcher gefallen sind. Guck mal, da wird das tote Eichhörnchen weggetragen. Ach, haben die den jetzt beerdigt? Perfekt. Hätte das Grab auch öffnen können. So, und dann können wir nämlich hier... Das ist jetzt keine offizielle Lagerzone. Wenig Medizin. Ja, das wird ein Problem. Oh, haben wir jetzt einen guten Gärtner? Das ist natürlich mega wichtig. Landwirtschaft 5. Shit. Landwirtschaft 3. 3. 3. Das könnte das Ende unserer Kolonie sein. Oh, Sir Dobby. Hallo. Jetzt ist endlich mal hier Zucht und Ordnung. Einer der Mods ist da. Ninja ist jetzt auch Mod hier. So, müsst ihr euch mal, müsst ihr einen eigenen Mod-Channel machen. Müsst ihr mal gucken, wer hier was darf und wer nicht. Wie ist denn hier die Qualität? Dürftig, mittelmäßig, neutral, langweilig. Oh, das geht ja sogar. Das ist, weil der höher ist, der ist 6x4, also kommt es scheinbar auf die Grundfläche an. Achso, hier wird jetzt hart abgelagert, sehr gut. Wie sieht es denn mit den Kartoffeln aus? 74% gewachsen. Ah, das sollte klar gehen. Doch super. De La Cruz macht das bestimmt richtig gut. Die kann ja eigentlich nichts. Kriegt die das bestimmt super hin, sich um unsere komplette Ernte zu kümmern. Ach so, die räumen das jetzt alles um, okay. Dann hat er da oben aber auch echt das beste Zimmer. Man kann doch hier durch Möbel durchlaufen, ne? Ja, okay, das geht klar. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Stühle. Jemand von euch, die ihr das schon gespielt habt, wisst ihr, ob es da irgendwas Bequemeres gibt, außer Sesseln? Nee, der war schon vor dir Mod tatsächlich. Der war schon zu Crusader Kings Zeiten Mod. Da kanntest du mich und diesen Channel hier noch gar nicht. Ja, das bremst die Leute natürlich jetzt total, wenn sie da durchlaufen. Wir haben wieder mega gut gebaut. So bin ich. Mega schlau. So, jetzt... Au, Scheit! Der La Cruz muss draußen schlafen. Die ist jetzt bestimmt... Ah, geht. Stimmung ist noch Knorke, weil wir sie gerettet haben. Sie schläft einfach im Feld. Sie schläft in dem Feld, in dem sie auch arbeiten muss. Okay. Weiß drum. Ja, stimmt. Hier gab es ewig nichts. Das stimmt. Ja, ich habe ja in meinem anderen Let's Play, habe ich es ja geschafft, einen Sessel zu bauen, aus dem, weil ich so, was machst du denn? Beobachte den Sonnenaufgang. Oh, Franz ist einfach ein Romantiker, ey. So, jetzt wird die aber hart weiter mal locht, ey. Der fängt jetzt an, hier Mist wegzuräumen. Sinnvoll ist? Ich kann eigentlich mal hier den ganzen Fußboden. Jetzt essen alle im Stehen, weil es keine Stühle gibt. Was ist jetzt los? Oh, Hallöchen. Händler exotische Güter. Okay. Ich habe mich total erschreckt, weil die hier mit ihren alten Jacks auftauchen. Wer von euch ist denn der beste Social Boy? Oder Girl? Sozial 6, 2, 2, 2, nix. Okay, Franz, bitte begrüße die Händlerin. Ja, die Bäume sind Teil der Konstruktion. War gerade die Frage. Uiuiuiui. Was kann man denn hier alles kaufen? Wir könnten Wrigley verkaufen. Nee. Was können wir verkaufen, Wrigley? Überlebensration auf keinen Fall. Bauteile und Glitzerweltmedizin. Davon haben wir noch 40. Okay. Wir haben 2000 Mark, sehe ich das richtig? Nee, Moment. Doch, 2000 Silber.
Sie würden uns einen Boomaloop verkaufen, einen weiblichen. Für 263 Mark. Ein Panther. Boah. Da bin ich aber mal, Bin ich aber aufgeregt. Bauteil, Glitzerwelt, ein Rauchblatt-Joint, Luciferium? Ja, ja, ey. Crafting, Neurotrainer, eine Berserker-Lanze, das wäre natürlich geil für unseren... Achso, nee, das ist ein Artefakt, Moment. Hier stellt eine Lunge? Eine Beinprothese? Ein Trumbohorn? Einfacher Stoffparker, Waschbärfellparker, Gold. Ein riesen Flachbildfernseher, leck mich am... Okay, das will er alles nicht kaufen. Ich meine, wir haben ja 2000 Mark. Ich würde gerne den Panther kaufen. Einfach als Waffe. Ich bin dafür, dass wir den Panther kaufen. Nicht total gut. Aber die haben keine... Doch, nee, Glitzerweltmedizin können wir... Eine können wir kaufen. Eine Glitzerweltmedizin. Haben die normale... Habt ihr kein Essen und kein... Ihr seid wirklich mega unnütz, liebe Händler. Ich möchte aber den Panther kaufen. Es sei denn, jemand hat da jetzt akut was dagegen. Lunge. Dieser unersetzliche Körperteil wird zum Atmen benötigt. Ja, das sehe ich auch so. Neutramin-Bauteil. Ew. Der Wahrsager der Stadt, 10 Jahre alt. Panther sind unsinnig? Warum? Kann er nicht kämpfen? Also kaufen wir keinen Panther. Ich dachte, der kann kämpfen. Nee, wir wollen ein größeres Tier. Wir könnten eine schlechte Plaststahlskulptur kaufen. Eine Skulptur! Großartiger Helge Schneider-Film übrigens. Okay, dann kaufen wir nur eine Glitzerweltmedizin. So, muss reichen. Der da Cruz baut, sind ganz schön viele. Ah, Franz baut bereits ein. Das ist nämlich wichtig, damit Troller da schlafen kann. So, da wohnt Troller. Da Cruz. Wir brauchen eigentlich mal auch noch eine neue Zelle für Notfälle, ne? Eine Notzelle. Sowas würde ich sagen, bauen wir dann jetzt mal. Hier oben einfach so eine Notfallzelle. Also, das ist ja dann nur, wenn es wirklich brennt. Das ist doch hier der Panther. Der ist doch mega cool. Ist schön. Im Chat lernen sich gerade Menschen kennen und pieksen sich mit Stöcken. Mit metaphorischen Stöcken. Mit Chatstöcken. Ah, hier werden jetzt endlich mal die Bäume umgewämst. Achso, wir müssen eine Forschung starten. Passive Kühlung. Wohl. Automatische Türen, Teufelse, Drogenherstellung, farbige Beleuchtung, Braun, Schmieden, Hydrokultur und Röhrenfernseher. Was sagt ihr? Was ist das Wichtigste? Ich möchte ja eigentlich. Steinhauerei ist, glaube ich, für den Anfang super. Aber auf Dauer möchte ich hier Geothermalenergie haben. Dafür brauchen wir. Den Hightech-Labortisch. Und der kommt. Woraus kommt der Hightech-Labortisch? Grundlagen der Mikroelektronik oder sowas war das, oder? Malari-Block-Produktion. Was war das denn nochmal? Ist es Zeit für YouTube? Muss ich gleich mal gucken. Also weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht gucken. Ist es bestimmt gleich. Energierüstung, mehrläufige Waffen, Komponentenherstellung, Kryo-Schlafkapsel. Was war das denn nochmal? Kann mir jemand helfen? Was war die Grundlage für geothermale Energie? Der Hightech-Labortisch, aber der muss ja irgendwo bei rauskommen. Da! Löschraum? Ne, Moment, da braucht man den Hightech-Labortisch. Toll. Grundlagen Mikroelektronik, die haben wir schon? Haben wir die schon? Ne, die haben wir nicht. Wo sind die? Oh,
ist die Grundlage Mikroelektronik. Bald ist es soweit, ja. Mhm. Wo sind die Grundlagen Mikroelektronik? Was braucht man denn dafür? Oh. Ja, das war das Mikrogedöns, genau, Candy. Das ist Mikroelektronik, aber kann es sein, dass mir dafür die Voraussetzung fehlt? Oder seht ihr das? Das ist doch hier nicht alphabetisch. Das ist ein Skandal. Irgendwo muss doch dann hier... Da! Nein. Forschungsvoraussetzung, Grundlagen Mikroelektronik. Wo sind denn die Grundlagen Mikroelektronik? Ja. Wir brauchen dringend die Grundlagen Mikroelektronik. Ach so, ich muss die Grundlagen Mikroelektronik wahrscheinlich. Sind die hier dabei? Man muss irgendwas vorher bauen, genau. Ach so, da oben. Man schaltet automatische Türen frei, schaltet Arbeitstisch des Steinmetzes frei, schaltet Kühlgeräte frei. Dörrfleisch, Teufelspilz, Drogenherstellung. Schaltet farbige Lampen frei. Schaltet Schmieden frei. Kann das mal jemand googeln, bitte? Teppichherstellung. Ich habe Grundlagen Mikroelektronik. Kann das sein, dass ich den einfach bauen kann? Ich bin so ein Döspaddel. Hier zum Beispiel den Hightech-Labortisch, den ich einfach hätte bauen können, statt dem anderen doofen Labortisch. Wupsi. Ich bin so ein Kasper. Ja, dann reißen wir den alten Labortisch einfach ab. Ja, wenn es grün ist, hat man das schon. Ich habe, das war ein klassischer Franz-Move, ey. Stundenlang gesucht und einfach nicht drauf gekommen, dass ich einfach zu blöd war. Wir wollen den Hightech. Oh. Okay. Dann kommt der Herd. Man kann den Herd nicht umsetzen? Oh. Okay. Dann kommt der Hightech-Labortisch. In den neuen Raum. Weil hier wird dann, kommt dann der auf. Achso, das kann man ja gar nicht um. Oh. Gut, das wird ein neuer Raum. Überhaupt kein Problem. So, der wird einfach nur so groß. Das wird der Forscherraum. Der wird so groß, dass die nicht schreien. Oh, das wird bestimmt super. Think Big Ball größer. Oh ja, das stimmt. Wir müssen auf jeden Fall auch anfangen zu jagen, ne? Wir brauchen... Oh, Nahrung ist ein Problemchen. 87%. Wie viel muss das denn gewachsen sein, damit wir das essen können? Das Alpaka wird gejagt jetzt. Franz. Also, Guts kümmert sich drum. Ich bin sehr gespannt, ob er das kann. Mit seiner kleinen Billo-Pistole. Ja, der Schlachtetisch. Da wird jetzt einfach hart abgeschlachtet. Und hier, da wird hart abgeschlachtet. Haben wir jemanden, der eine leckere Mahlzeit kocht? Oh krass, haben wir. Oh Gott, das macht das gut. Das hat auf jeden Fall schon ein paar Schüsse abgekriegt. Mann, das hat hier so viele Treffer drin und alles ist gut. Liebe YouTube-Menschen, diese Folge endet hier. Es geht dann demnächst weiter. Und dann gucken wir mal, wie unsere geile... Also die Kolonie läuft eigentlich gut hier. Wir haben noch keinen Strom, den müssen wir auf jeden Fall noch klarkriegen. Aber in diesem Sinne, bis gleich, ne?